und herzlich willkommen bei der Dialekte-Hotline. Mit welchem Dialekt kann ich Ihnen heute helfen? Mit Schweizerdeutsch, bitte. Gerne. Einen Moment, ich verbinde Sie. Hallo, ich bin der Valerio, ich bin 33, ich komme aus Langenthal in der Schweiz. Ich bin Slam-Poet und ich rede Schweizerdeutsch. Hallo Valerio, kannst du das vielleicht nochmal auf Hochdeutsch sagen? Ja, natürlich. Ja, natürlich, Entschuldigung. Ich bin Valerio, ich bin 33 Jahre alt, ich bin Slam-Poet, ich wohne in Langenthal mitten in der Schweiz und ich spreche Schweizerdeutsch. Was ist das Besondere am Schweizerdeutschen? Das Schweizerdeutsche klingt, glaube ich, für Außenstehende immer so ein bisschen niedlich. Das ist auch ein bisschen fies für mich, weil ich dann, wenn ich wütend bin, glaubt mir das niemand, wenn ich in Deutschland unterwegs bin. Die Schweiz ist zu niedlich. Prügeln heißt bei uns Schlägle. Schlägle. Ja. Wir haben auch so ganz eigene Ausformungen. Zum Beispiel haben wir viele Ks, werden bei uns so richtig kratzig. So krampfen wir zu krampfen. Katze, Katz. Ihr sagt wirklich Katz. Wenn ich ein süßes Kätzchen sehe, dann sage ich, ah, es Katzli. Das kommt aber auch von ganz tief unten, ne? Ja, ja, es muss kratzen. Katzli. Ihr verniedlicht auch Worte, oder? Ja, das wird uns oft nachgesagt, dass wir überall so ein Li dranhängen. Dürft ihr bitte es Gutzli haben? Kann ich einen Keks haben? Du hast auf jeden Fall immer auch einen schönen Singsang drin. Ja, vielen Dank. Das habe ich aus der Schweiz mitgebracht. Wo spricht man deinen Dialekt überall? Schweizerdeutsch spricht man in der gesamten Deutschschweiz. Es gibt aber bei uns in der Schweiz auch andere Sprachregionen. Also es gibt eine französischsprachige Schweiz, italienischsprachige Schweiz, rätoromanisch spricht man bei uns auch. Also wir haben 4 Landessprachen in der Schweiz. Was wäre denn so ein Satz, der mir im Alltag wirklich weiterhilft? Eine frische Milch, bitte. Eine frische Milch, bitte. Eine frische Milch, bitte. Jetzt aber schon ein bisschen schroff. So schroff würde ich das jetzt nicht bestellen. Niedlicher, okay. Ja. Eine frische Milch, bitte. Man spürt auch die Kuh raus. Milch. Finde ich schön. Valerio, lass uns mal so ein paar Alltagsvokabeln durchgehen. Sehr gerne. Was heißt denn Hallo? Hoi. Einfach Hoi. Ja, einfach Hoi. Was heißt denn Danke? Merci. Merci. Französisch. Wir haben viele Franzismen bei uns auch drin. Natürlich, weil die Schweiz auch französischsprachig ist, schwappt das manchmal so rüber. Was sage ich denn, wenn jemand was richtig verbockt hat? Hey Lo, was hast du wieder botte? Sag nochmal. Hey Lo, das ist so ein Diss, also ein Trottel, den nennt man Lo. Hey Lo. Was hast du geboten, was hast du wieder botte? Hey Lo, was hast du wieder botte? Ja, perfekt. Und wenn ich nach dem Weg zur Toilette fragen möchte? Entschuldigung, wo finde ich das WC? Entschuldigung, wo finde ich das WC? Ja, du darfst die Buchstaben wirklich genießen. Du kannst sie wirklich im Mund klingen lassen, als wäre Schokolade. WC. Was ist denn dein Lieblingswort auf Schweizerdeutsch? Also, was ich sehr mag, ist zum Beispiel Chrüssi Müsi. Chrüssi Müsi? Das ist so ein Gewühl an Dingen. So ein Durcheinander. Ein Durcheinander. Oder ich habe ein zweites Lieblingswort, das finde ich sehr niedlich. Viertli Blut. Viertli Blut? Ja, genau. Und was ist das? Splitterfaser nackt. Ist doch süß, oder? Ja, ist wieder süß. So Viertli ist der Po und Blut heißt nackt, also eigentlich nackt bis auf den Po. Würdest du sagen, Schweizerdeutsch spiegelt auch die Mentalität der Schweizerinnen und Schweizer wider? Jetzt bei mir regional, so vom Kanton Bern, wo ich wohne, sagt man, dass wir ziemlich langsam seien. Und da, gerade in der Sprache. Und da würde ich sagen, dieses Vorurteil stimmt nicht, wenn wir uns von der Sprache wegbewegen. Im Kopf sind wir sehr gewieft. Sehr schnell. Ich verstehe. Was passiert denn, wenn man in der Schweiz ankommt und Hochdeutsch redet? Da wird man empfangen und begrüßt und freundlich zum Fondue-Tisch geführt. Aber Schweizer, die zugeschliffen Hochdeutsch sprechen, müssen sich schon gut auswählen, in welchen Kontexten sie das machen. Wenn man zum Beispiel als Politikerin zu sehr zugeschliffen Hochdeutsch spricht, kann es gut sein, dass man nicht so ernst genommen wird, weil man ja zu etepetete wäre. Zu abgehoben. Ja, genau. Ich bin ja eine kleine Ratemaus. Hast du ein paar Wörter mitgebracht, die ich mal erraten kann? Natürlich. Findest du heraus, was Akrekstabi heißt? Hä? Akrekstabi. Akrekstabi. Ja. Ein Akkuschrauber. Nein, ganz und gar nicht. Akrekstabi ist die Nackenstarre. Wenn du so den Hals nur noch so schräg halten kannst. Hast du noch ein Wort? Gigitschi. Hä? Gigitschi.
Gesundheit. Es geht um Früchte, das Innenleben der Frucht. Ein Pfirsichkern. Ja. Nah dran. Apfelkerne? Ja, genau. Warum? Ich esse das. Esst ihr so viel? Das Kerngehäuse? Ja, die Kerne sind so lecker. Hä? Wir starten jetzt die Dialekte-Challenge. Ein Satz, den ich lerne. Schieß los. Wenn ich hinten eins ziehen will, sollte ich beim Arbeiten ein bisschen Fürschi machen. Was heißt der denn? Wenn ich heute Abend was trinken gehen will, muss ich beim Arbeiten ein bisschen vorwärts machen. Wenn ich hinten eins ziehen will, perfekt, ja, genau. Dann muss ich mit dem Schaffen Fürschi machen. Fürschi machen. Ja, sehr gut. Und jetzt alles? Wenn ich hinnehme, Gott ziehe, dann muss ich beim Schaffen, wem Schaffen, Fürzi machen. Fürzi machen heisst furzen. Wenn ich heute Abend was trinken gehe, dann muss ich auf der Arbeit erstmal furzen. Wenn ich hinnehme, ein Wort Gott ziehe, dann muss ich beim Arbeiten Fürschi machen. Großartig. Jetzt hat's geklappt. Gehen wir jetzt was trinken? Ja, sehr gerne. Merci. Das war die Dialekte-Hotline mit Schweizerdeutsch. Welches ist euer Lieblingswort? Schreibt's mir unten in die Kommentare. Das war echt nicht einfach, ne?